Liebe Pico-Freunde, ich möchte Sie ganz herzlich im neuen Jahr 2024 begrüßen und möchte Sie auf einen kleinen Ausflug mitnehmen. Wir wollen Ihnen heute unsere Neuheiten des Jahres 2024 präsentieren. Aber vorher wollten wir Ihnen noch was Besonderes zeigen. Und jetzt kommen Sie mal bitte mit. Jetzt machen wir mal die Tür auf und Einstieg ist immer sehr kompliziert, sehr hoch, aber wir werden das schaffen. So, jetzt kommen Sie mal dann einfach mit rein und dann schauen wir uns das an. So, liebe Pico-Freunde, und es gibt natürlich auch einen ganz besonderen Grund, warum wir diese Lok hier gerade gewählt haben, die Vectron Dual Mode. Und zwar darf ich Ihnen jetzt was zeigen. Gucken Sie mal dahin. Da haben wir nämlich das kleine Teil im Maßstab 1:87. Ist noch nicht ganz fertig. Auch die Farbe stimmt nicht, sondern es ist eine erste Abspritzung. Aber wir haben gedacht, wir wollen Ihnen das mal zeigen und sozusagen einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was Sie dann später in Händen halten können. Ja, und jetzt darf ich Ihnen dann noch unseren Lokführer vorstellen, den Herrn Hesse. Freut mich. Schönen guten Tag. Herzlichen Hallo. Dank, dass wir die Mitfahrt mit Ihnen machen sehr können. Gerne. Prima. Sehr gerne. Dann zeigen Sie uns mal, was hier so alles los ist. So, Herr Hesse, Sie haben jetzt alles vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt starten? Ganz genau so ist es. Prima. Wir können jetzt gut in unsere Richtung gehen. Ja, Herr Dr. Wilfer, hat Spaß gemacht, oder? Ja, Fröhlich, ja. Ja, wir waren ja auf der Vectron Dual Mode ja. Und ich muss Ihnen sagen, war einfach ein tolles Ereignis, weil so oft kommt das ja nicht vor, dass man sowas begehen kann. Und eins muss ich sagen, was mich da am meisten begeistert hat, war, wie ich von dem einen Führerstand zu dem anderen gegangen bin. Da ist man nämlich durch den Motorraum durchgelaufen. Und da hat man diese Diesel gesehen. Das war eine ganz neue Lok. Die waren also noch frisch gestrichen und waren richtig toll anzusehen. Da die Maschine gerade angelaufen war, war sie noch nicht ganz heiß. Man konnte sie anfassen. Ich muss sagen, ich habe das so über die einzelnen Zylinder gestreichelt und ja, das ist einfach was anderes. Elektromotor ist sehr effizient und ganz umweltverträglich, aber so ein Dieselmotor mit so viel Kraft, das ist einfach ein anderes Gefühl. Das muss ich sagen, hat mich eigentlich bei der Lokmitfahrt am meisten begeistert. Wissen Sie mal, wenn Sie die Möglichkeit haben, machen Sie sowas mal, sich mal so einen richtigen, kräftigen Diesel anzuschauen. Boah, macht richtig Spaß. Ja, ist auch eine Riesenmaschine, also wenn man davor steht, ja. Das ist schon ein Eindruck, also tolle Geschichte. Ja, warum wir das gedreht haben, da kommen wir ja gleich noch dazu. Was ich Ihnen gerne noch kurz mitteilen wollte, ist, wir haben ein relativ gutes Jahr gehabt, 2023. Leichten Umsatz plus. Danke für Ihren Einsatz für Pico, dass Sie so viele Pico-Modelle gekauft haben. Hat uns geholfen. Wir waren zwar nicht ganz auf Planniveau, aber ja, kurz darunter. Und damit kann man, glaube ich, gut leben. Und was wir Ihnen heute vorstellen werden, ist, glaube ich, dazu angetan, dass wir auch in 2024, in diesem Jahr, glaube ich, ganz erfolgreich abschließen können. Und jetzt, wollen Herr Matthias Fröhlich und ich Sie gerne mal mitnehmen in unsere Planung für das Jahr 2024. Ist ja ein besonderes Jahr. Also ja, ihr
besonderes das sind Jahr. Als, ne? Ja, genau. Sollen wir vorher, bevor wir auf die Besonderheit eingehen, noch zwei, drei Sachen zum 23 sagen? Oder? Ja, also, gerne. Also ich kann Ihnen nur zustimmen, es war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns, trotz allem. Und ich glaube, modelltechnisch war es schon wieder ein bisschen herausragend auch für uns, denn wir haben wunderbare Modelle gebracht. Wir haben die 117 gebracht, wir haben die V100 in der Epoche 4 gebracht als 211er. Und die 03 dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das ist ja ein echter Traumgewand. Die ist ja Gott sei Dank noch zum Schluss gekommen. Die ist kam ein bisschen spät, aber kam immer noch. Ja, also und ist eine tolle Lok geworden. Super. Aber da gibt es doch, glaube ich, auch ein Video von mir von der Produktion. Und da sieht man, was da alles an Arbeit dran steckt und so. Also, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass wir so transparent sind in unserer Produktion. Also es scheint ja zumindest bei den Zuschauern sehr gut anzukommen, dass wir da auch wirklich ein paar Details zeigen, was wir da machen. Und ja, und die Lokomotive ist ein Traum geworden. Also ich glaube, da ist jeder begeistert, der die zu Hause hat. Und ich kann es nur empfehlen, die auch wirklich zu kaufen. Das ist wirklich eine wunderschöne Lokomotive geworden. Und dieses Jahr, jetzt Anfang des Jahres, kommt ja auch, glaube ich, die Expert Plus irgendwann raus. Weil ja, da gab es halt noch so ein paar technische Schwierigkeiten und so, war noch nicht so alles so ganz optimal und nicht vom Laufen her, sondern Elektronik. Gut. Und aber wir sind jetzt, glaube ich, auf der Zielgeraden. Ja. Und ob wir sie jetzt noch vor Chinese New Year fertig bekommen, bin ich mir noch nicht so sicher. Also wir sind auf jeden Fall dran, wir versuchen es auf jeden Fall. Und der gepulste Verdampfer sieht wunderbar aus. Also ich denke, das Warten hat sich gelohnt. Und ja, und wir hoffen einfach, dass wir es noch rechtzeitig schaffen jetzt. Ja gut, und wenn wir es im Januar rauskriegen, können wir es im März ausliefern. Mhm. Sonst wird es April, Mai. Dann wird es Mai. Ja, weil Chinese New Year ist also der ganze Februar ist dann eigentlich in Chashan zu. Mhm. Und ja gut, dann kommt es ein bisschen später. Wir werden sehen. Genau. Aber es kommt auf jeden Fall in 24. Können wir jetzt mit Sicherheit behaupten. Ja, also wir freuen uns drauf und das Warten hat sich wirklich gelohnt. Und ich freue mich, wenn die Lokomotive bei uns ist. Werden wir auf jeden Fall auch dort nochmal ausführlich vorstellen. Ja. Ja, also wie gesagt, war modelltechnisch ein sehr erfolgreiches Jahr. Auch die Fachpresse hat uns da sehr gelobt. Und auch ich möchte mich nochmal einfach bei den Fans von Pico bedanken. Das ist wirklich wunderbar, was wir da für eine Unterstützung bekommen, was wir auch für ein Feedback bekommen. Und auch wenn die E-Mails zu uns kommen, wir lesen ja wirklich jede einzelne E-Mail. Also das heißt, es ist nicht nur einfach so gesagt nach dem Motto, schreibt uns, sondern wir lesen wirklich jede einzelne. Und wir freuen uns da auch, wenn wir Lob bekommen. Wir freuen uns natürlich genauso, wenn dann kritisiert wird nach dem Motto, da könnt ihr doch noch schauen. Freuen tun wir uns da nicht drüber. Ja, ich finde es eigentlich schon angenehm. Wir respektieren Sie. Ich finde es okay, weil es ist ja für uns auch immer dieser Anspruch, wir wollen ja besser werden. Und wenn uns da der ein oder andere Hinweis erreicht, finde ich das sehr schön. Aber freuen. Okay. Kommt drauf an, wie es formuliert ist dann. Ja. Aber es ist ganz gut, dass wir Feedback bekommen. Kritik ist immer gut. Ja, ja, also freue ich mich sehr drüber. Ja, und dann jetzt, wie Sie schon gesagt haben, 24. Ja, besonderes Jahr. Und um dieses Jahr ein bisschen einzuleiten, warum das ein besonderes Jahr ist. Kuchen. Ja, aber Kuchen, nicht nur ein Kuchen, sondern Kuchenjahr oder was? Ja. Ach so, ja, dann müssen wir was zeigen. Ne? Ja, und zwar. Und Sie wissen ja, wenn das so eine Kerze brennt, Sie dürfen die gerne auspusten und sich was wünschen, Sie dürfen es aber nicht verraten, aber zum Jahr passend. 75 Kerzen. Ja, haben wir heute Morgen schon drüber diskutiert, ob ich da wirklich 75 drauf bekommen hätte. Also mal gucken, vielleicht beim nächsten Jubiläum. Finde ich super. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Und wie gesagt, 75 Jahre Pico dieses Jahr. Wir sind da relativ stolz drauf, dass wir es wirklich geschafft haben, dieses Jubiläum zu erreichen. Und ich glaube, dass wir das ja auch dann entsprechend gebührend feiern, nämlich zum Tag der offenen Tür am 22. Juni, wo wir also 75 Jahre Pico dann feiern werden und Sie hiermit nochmal recht herzlich einladen wollen. Und dann lass uns aber jetzt mal zu unseren Neuheiten gehen, Herr Fröhlich. Wollen Sie nicht noch was Besonderes erwähnen? Ja. Sie wissen, also ich habe dieses Jahr keinen Knoten im Taschentuch. Kein Knoten. Ich habe auch so dran gedacht, aber Brille müssen wir auf jeden Fall noch Brille, kurz drüber sprechen. Brille sehen wir, glaube ich, hier. 75 Jahre hat der Wolfgang Otterpohl, mein Freund der Goldschmiedis, drauf gemacht. Und auf der linken Seite sehen Sie eine. Ja, das muss doch die 03 sein, oder? Genau. Jawohl, perfekt. Mit dem 75-jährigen Schriftzug. Ja, und auf der rechten Seite?
Ich dachte, die andere Kamera sieht das. Ja, ich sehe es nicht. Ja, da ist ihr Kürzel drauf und ein Zeichen. Und, ich kann ja kein Chinesisch, ja. Ich weiß das ja nicht. Ich habe nur gehört, das hat irgendwas mit Glück zu tun. Dann passt es. Und da haben wir uns überlegt, 75 Jahre Glück, 03, passt alles zusammen, rundes Bild, machen wir da 75. Perfekt, wunderbar. Und Jubiläum und Glück drauf. Sieht sehr schick aus. Danke. Wunderbar. Schön. Ja, ich hoffe, es gefällt Ihnen auch. Kriegen wir bestimmt Feedback dazu. Okay, schauen wir mal. Ja, und das Logo ist ja auch auf dem Katalog drauf. Da haben wir ja dieses Jahr auch ein besonderes Design. Ich glaube, das Überarbeiten hat sich auf jeden Fall gelohnt und sieht sehr schön aus und sieht auch sehr edel aus und unterstreicht, dass es für uns ein besonderes Jahr ist. Und da freue ich mich drauf. Ja, können wir ja nachher nochmal zeigen und sieht sehr schick aus. Ja, ist gut. Finde ich auch ganz gut. Dann haben Sie ja gesagt, Modelle. Kommen wir mal langsam zu dem ernsten Thema für uns jetzt, was wir alles so gemacht haben für dieses Jahr. Ist ja wieder ein sehr umfangreiches Programm geworden. Und passend zum Jubiläum bieten wir ja auch ein paar Überraschungsmodelle an. Da werden wir auch bald das Design vorstellen. Es wird die 131er sein in verschiedenen Nenngrößen und in Spur N die 185. Haben wir uns was Schönes überlegt und ich glaube, wir werden das jetzt auch bald vorstellen, was da dann gekauft werden kann. Mhm. Okay. Ja. So, gut. Dann kommen wir jetzt zu den restlichen Neuheiten, ja, lieber sagen. Kommen wir mal zu den Formneuheiten, denke ich, als erstes. Ja, das, wo die Leute dann wirklich drauf warten und sagen, oh, was gibt es denn dieses Jahr ganz Neues? Wir haben ja die Neuheiten vorgestellt. Haben wir denn das gedreht eigentlich auf der Vectron? Da kommen wir auch schon zur ersten Formneuheit. Wir haben die natürlich ganz bewusst dort gedreht, die Sequenz. Und wir bringen haben dieses wir Jahr, die nicht sogar auch dann dabei. Mal vorhin mal kurz vorgestellt? Genau, wir hatten die dabei. Und, hatten wir dabei, aber jetzt ist eine neue wieder gekommen. Das ist eine neue, die habe ich noch frisch bekommen. Okay. Die ist gerade zu uns gesendet worden, ist also einen Schritt weiter schon. Ja. Und ist ja wirklich eine traumhafte Lokomotive geworden. Ich bin total begeistert von der Maschine. Und Sie sehen selber, also sehr viele filigrane Details und die Lüfter. Und das Besondere ist, wir haben zwei Versionen. Ne? Ja. Einmal eine mit Rangiertritten und einmal ohne. Genau. Die BAG und die MKB haben wir ja als die ersten gebracht. Und die mit Rangiertritt ist die BAG, das ist die 249. Mhm. Wird als Light-Version bezeichnet, also als die leichte Variante davon. Und liegt daran, dass sie auch einfach wirklich ein bisschen leichter ist, denn die hat einen kleineren Dieselmotor drin als die 248. Das heißt, die haben unterschiedliche Leistungsstufen. Und ja, wir haben natürlich alle Details umgesetzt, auch bei den Maschinen. Das heißt, wir können auch anhand von dem Dach und so weiter das unterscheiden, ob es die Light-Version ist oder ob es die andere, die 248 ist. Und die kommt dann auch, glaube ich, als Expert Plus-Version raus. Mhm. Und da werden wir dann einen hebbaren und senkbaren Pantographen haben und elektrische Kupplungen. Und elektrische Kupplungen. Und einen Rauchsatz drin. Da gab es ja schon Rückmeldungen nach dem Motto, eine moderne Lokomotive. Warum machen die denn da überhaupt einen Rauchsatz rein? Es ist uns durchaus klar, dass diese Maschinen nicht wie früher, wie eine 218 oder 216, eine riesen Wolke raus. Das ist uns durchaus klar. Aber es ist ein nettes Gimmick als Startsequenz. Genau. Es kommt ein leichtes Säuseln hoch. Das heißt, man sieht wirklich, der Motor geht an. Und ich zeige Wann wird die ausgeliefert? Im April oder irgendwann? Es ist der, muss ich mal nachschauen? Ja, im zweiten Quartal und im dritten Quartal kommen diese Lokomotiven. Wir werden natürlich zweites und drittes Quartal. Genau. Die DC-Version 199 Euro. Super Preis. Sound-Version 309 und in der Expert Plus-Version 399. Ja. Und finde ich für gepulsten Verdampfer mit drin und für einen Pantograph, der angesteuert werden kann, Digitalkupplungen und wirklich dieses Finish, einen genialen Preis und ja, aber denke, nur zum Verständnis, das ist also noch nicht die endgültige Farbgebung und auch natürlich keine Bedruckung drauf und nichts. Das ist reines Pilot Production. Weiß ich nicht, ob es Pilot Production ist oder noch Abspritzung aus den Formen. Also die sind noch am Sind noch dran. Aber wir werden sie pünktlich rausbringen und ist eine wunderschöne Maschine geworden. Super. Also auf die freue ich mich riesig. Ja. Und wenn Sie dann natürlich da drauf waren auf dem Führerstand, dann ist es natürlich auch noch emotional eine Geschichte. Also nein, da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ja, und wir haben natürlich noch ein bisschen mehr. Nicht nur den Vectron Dual Mode, sondern es kommen noch ein paar andere Formneuheiten. Können wir Dampf? Wir können Dampf. Wir können Dampf. Wir können Dampf. Und wenn haben wir bei der 03 gezeigt, glaube ich. Hatten wir ja vorhin schon. Und was haben wir jetzt? Ja, ich hoffe ja, dass die jetzt langsam aber sicher ins Bild reinrollt. Also laut Regieanweisung muss sie unterwegs sein und ich glaube, ich höre sie auch schon. Aha. Sie kommt jetzt auch an. Ja, jetzt kommt sie ja. Sehr schön.
BR-62. BR-62, auch wieder ein Traum geworden. Aha. Ja, und ich freue mich sehr über diese Maschine. Es ist eine ganz, ganz besondere Dampflokomotive. Es ist im Grunde genommen eine Schnellzuglokomotive, aber eben keine Schlepptenderlokomotive, sondern eine ohne Tender, hinten dran als Schlepptender. Und ja, ist eine ganz besondere Lokomotive, finde ich. Ist auch so ein bisschen, ja, für die Leute, die zum Beispiel keine mega großen Anlagen haben, eine ideale Schnellzuglokomotive mit ein paar Wagen hinten dran als Schnellzug unterwegs. Und ist auch beim Vorbild eigentlich eine sehr populäre Lokomotive gewesen, war auch im Ruhrgebiet unterwegs und ist so ein bisschen aufgeteilt gewesen. Ein Teil war in der Bundesrepublik, ein Teil in der DDR dann stationiert und hat dort auch, glaube ich, sehr viel Aufsehen erregt. Und von der Ausführung her, wenn ich das richtig sehe, machen wir da wieder Zinkdruckusräder dran? Wir machen wieder Zinkdruckusräder, ja. Können Sie wieder sagen, wie groß der Aufwand war beim nächsten Filmdreh? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Achsen. Die andere hatte, glaube ich, 12. Die also 3. Ist doch viel besser dann so, oder? Ja, es ist schon okay. Nein, das ist wirklich eine wunderschöne Maschine. Ja. Wird auch in zwei verschiedenen Varianten kommen. Wird wirklich in der DB und DR kommen. Sieht man auch ganz klassisch an den Windleitblechen. Mhm. Dann hier die kleineren von der DB. Und, kommt auch wieder in Expert Plus kommt Ausführung? Kommt auch wieder in Expert Plus. Also auch das heißt? Gepulster Verdampfer. Gepulster Verdampfer, ja, und die elektrische Kupplung. Genau. Ah, ja. Gut. Super. Ja, und ich denke auch, die Lokomotive, es wird auf jeden Fall jetzt schon gefeiert. Wir bekommen sehr viel Rückmeldung dazu. Es war einfach die Zeit reif hier für ein zeitgemäßes Modell. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir sehr gut Dampf können. Deswegen sich da jeder drauf freuen. Eine Geschichte noch, nicht, dass das vergessen wird, wenn wir über Expert Plus und dann eigentlich nur über gepulsten Verdampfer und die elektrische Kupplung oder eventuell auch über einen beweglichen Stromabnehmer reden. Die Expert Plus-Versionen sind natürlich alle in Sound-Ausführung. Also die haben alle natürlich Sound. Und auch die verschiedensten Funktionen. Aber da kommen wir später nochmal drauf, was diese Geschichte mit Sound anbelangt. Ja. Gut, zum Preis noch was. Die analoge Version kostet 3,79, die Soundversion 4,89 und die Expert Plus kostet 5,79. Lieferbar im? Zweites und drittes Quartal sollen sie kommen und ich denke, das schaffen wir auf jeden Fall. So. Gut, super. Ja. Ja, dann haben wir noch ein paar Modelle als Formneuheiten. Oh, sie fährt schon raus wieder. Können wir noch mal hinterher gucken. Also auch Gestänge ist natürlich wieder ein Traum geworden. Da könnte ich ja stundenlang zuschauen. Also die Dampflokomotiven, die wir in der letzten Zeit so gemacht haben, zwei oder drei Stück oder vier Stück in TT ja auch, also die sind schon... Macht Spaß so. Ja, ich glaube, da dürfen wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Beste Sahne. Ja, dann haben wir natürlich noch ein paar Lokomotiven, wo wir jetzt leider noch kein Muster da haben, aber einfach das, was wir erwähnen, weil es auch wirklich sehr gut draußen ankommen, weil wir da schon sehr viel Rückmeldung bekommen. Das ist einmal die E44. Mhm. Das ist eine Universallokomotive, eine E-Lokomotive. Und ja, bei der werden wir natürlich auch wieder bei der ersten Lokomotive was Besonderes. Die gab es doch, glaube ich, noch gar nicht, die erste Lokomotive am Markt. Die erste Lokomotive bringen wir jetzt in dieser Variante in der Epoche 4 als erstes als Großserienmodell. Ich glaube auch nicht, dass es die gab bisher. Also als E44 gab es es mal, aber als 144 noch nicht. Wir bringen die natürlich mit den passenden Änderungen dazu. Ja, eigentlich eine komplette Formneuheit ist das dann. Einmal die in der DB-Version und dann einmal die spätere Version. Absolut richtig, ja. Ja. Und ich freue mich drauf. Und also wir sind das sowieso jeden Tag gerade am Diskutieren. Gibt es die auch wieder? Die gibt es, glaube ich, nicht als Expert dann. Die gibt es nicht als Expert Plus, die gibt es als Expert. Ja. Und ja, aber trotzdem auch da. Wir gucken, wo sind Nieten gesetzt, wo sind keine Nieten gesetzt, wie sieht das mit den Bändern aus. Die Lokomotive ist komplett verbaut, stellt uns wirklich auch vor Herausforderungen. Das heißt, wir gucken da auch wirklich auch bei jedem Modell drauf und sagen, müssen wir da noch was ändern, müssen wir einen anderen Vorbau nehmen. Und ich glaube, dass wir da schon sehr passend. Wie viele Versionen kommen insgesamt? Darf ich jetzt ja noch dürfen wir noch nicht sagen, okay, also, habe ich wieder was falsch gesagt. Ja, das streichen, schneiden, ja, schneiden. Wirklich. Also, das bringt mich immer so ein bisschen in eine schwierige Situation. Was soll ich denn das sagen? Okay. Aber gut. Wir werden auf jeden Fall die DB und die DR jetzt als erstes bringen und werden die natürlich passend bringen und ja, wird super. Kosten 249 analog und Sound 359. Wunderbar. Gut. Ja. Aber dann haben wir was Tolles. Dann haben wir was ganz Tolles fürs Ausland natürlich. Ja. Die EP09 für Polen. Finde ich auch eine traumhafte Lokomotive, ist eine moderne Lokomotive, ist in den 80er Jahren entwickelt worden in Polen. Eine Schnellzuglokomotive. Ja, und die war halt sehr lange auf der Strecke dann von Warschau Richtung Berlin auch zum Beispiel mit Intercities unterwegs. Und ich finde einfach diese PKP-Intercity-Lackierung auch sehr attraktiv. Das macht schon was her. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Die soll läuft die noch? Die läuft noch. Die läuft noch. Die läuft noch. Genau. Gut. Ja. Sehr gut. Kosten?
Kosten 220 die analoge und 330 dann die Soundvarianten, okay. Und soll zum Ende des Jahres kommen. Okay. Ja. Dann haben wir noch was für Holland, beziehungsweise die Niederlande, muss man ja korrekterweise sagen. Da haben wir die RH1000. Ist auch eine sehr markante Lokomotive, finde ich. Also diese Form, diese Rundungen und die Dachfront. Das basiert aber auf einer Maschine aus? Hervorragend, aus der Schweiz. Genau. Genau. Und ja, die Holländer oder die Niederländer haben nach dem Krieg natürlich relativ schnell umgestellt auf Elektrobetrieb, hatten selber nicht wirklich diese Lokomotivfabriken, um das selber was auf die Beine zu stellen, und haben deswegen aus den umliegenden Ländern geguckt, was gibt es denn für Modelle oder für Fahrzeuge, was sie adaptieren können für ihr eigenes System. Und da gehört die einfach dazu. Und ja, ich denke, die macht auch einen ganz guten Eindruck und ist auch wieder was Besonderes von der Form. Also die macht was her und ist da dementsprechend auch wieder für Sammler interessant. Mhm. Ich glaube, eine Lokomotive ist noch übrig in Utrecht im Museum. Das ist ja sowieso ein sehr rühriges Museum und ja, dementsprechend wird das schon alles passen und wird im zweiten Quartal dann erscheinen. Preis 240 analog und? 350 digital. Gut. Wunderbar. Ja, und dann haben wir natürlich noch die E428. Ist nicht wirklich eine Formneuheit, weil haben wir ja schon Ende letzten Jahres rausgebracht. Aber nur für Italien, glaube ich. Nur für Italien. Deswegen habe ich gedacht, wir reden doch mal kurz drüber. Die wird ja dieses Jahr international angeboten. Und auch die Lokomotive ist für Sammler, glaube ich, ein sehr attraktives Modell. War ewig lang unterwegs beim Vorbild. Und man hat einfach ein markantes... Typische italienische Lokomotive mit diesem komischen Braun, also... Es gibt Menschen, denen das gefällt. Ja, ja, da gibt es durchaus Menschen, denen das gefällt. Also da gehöre ich durchaus dazu. Ich finde, italienische Loks haben einfach was. Also man muss es nicht übertreiben, aber man darf schon, glaube ich, darauf hinweisen, Design können sie wirklich. Und ja, die Lokomotiven waren schon elegant. Einen Eindruck. Ja, sehr, sehr. Gut. Ja, und die war bis 89 im Einsatz und wie gesagt, sehr langlebig, ist ja schon vor dem Krieg entwickelt worden in Italien. Und es zeigt ja auch, wie zeitlos dieses Design ist in Italien. Ja, freue ich mich auch sehr drauf. Kostenpunkt 269 analog und? 379 dann digital und die wird bald ausgeliefert. Ja, okay. Genau. Ja. Was haben wir da noch? Was ganz frisch reingekommen. Ganz frisch reingekommen? Ganz frisch reingekommen. Also habe ich wirklich, das war überraschend, gestern noch im Paket mit drin. Die darf ich Ihnen schon mal rübergeben? Ne? Ja. Boah, die sogenannte MIDI, ist sogar noch der Aufkleber drauf, haben wir noch nicht runtergemacht. Also ist wirklich also ganz frisch aus dem Karton. Genau, dann sieht man den Aufkleber nicht so. Ist auch eine wunderschöne Lokomotive geworden. Und auch die Stromabnehmer sind auch immer bei uns. Neue Stromabnehmer? Neue Stromabnehmer und sehen wunderschön aus. Und man sieht wieder keinen Ansatz, dass sie festgeschraubt sind. Ja, ja, macht unsere Konstruktion schon wirklich sehr gut, was sie da entwickeln. Und das finde ich toll. Wir haben wirklich gute Leute. Ja. Und das Schöne ist, es macht ihnen auch richtig Spaß. Also das ist das, was mich persönlich immer freut, dass die nicht nur arbeiten, sondern dass die auch wirklich mit dem Herz dabei sind, wenn die solche Sachen entwickeln und sich da wirklich reinhängen, um dann hinterher wirklich ein tolles Modell zu machen. Ja. Und auch Drehgestelle, auch wieder schön. Die sind zwar ziemlich flach, die Drehgestelle, also halt auf einer Ebene, aber trotzdem haben sie eine ganze Menge Details. Ja. Ja. Ah, toll. Gut. Sehr schön, ja. Und bringen wir auch wieder in zwei Varianten. Wir bringen einmal die Güterzuglokomotive, die 4200 als ja, sogenannte MIDI, ist es ja MIDI-Lok. Und wir bringen auch die 4700, also die Personenzuglokomotive. Und ja, die finde ich auch, also waren ja auch lange in Frankreich im Einsatz, sind im Schluss umgebaut worden als Rangierlokomotiven, waren dann im Bereich Paris noch unterwegs. Und auch diese Schilder und alles, was da dran ist, extra Teile. Aber wie sieht das eigentlich aus? Liefern wir die nur in Frankreich aus? Die ist exklusiv für Frankreich, ja. Ja, aber die Franzosen wird es freuen. Und, aber es gibt einige Kunden von uns in Deutschland, ich möchte jetzt da niemanden speziell nennen, also irgendjemanden in Aachen oder sowas, die also durchaus bei unserem französischen Importeur einkaufen und wo man die Sachen dann auch bekommen kann in Deutschland. Absolut, ja. Und nichtsdestotrotz, man kann sich ja trotzdem beim Fachhändler melden und kann sagen, man möchte es haben. Genau, jeder Fachhändler hat ja auch die Möglichkeit, ja. Ja, also super Lokomotive, freuen wir uns drauf. Und im Dieselbereich haben wir auch noch eine Neuheit, die DD18. Die finde ich auch toll. Da haben wir mit Foslo, die ja jetzt Foslo Rolling Stock heißt, gesprochen und wir bringen das ganz neue Design, was jetzt erst entwickelt wird. Ja, das ist so lang, oder? Das ist eine richtig lange Lokomotive und ein richtig langer Name, aber wir kriegen das alles unter. Und von der Lokomotive sind auch schon sehr viele im Einsatz, auch international im Einsatz.
freue ich mich auch drauf. Da haben wir schon ein bisschen Möglichkeiten, was wir da in der Zukunft bringen werden von der Lokomotive. Ich denke, wir sprechen da nicht drüber. Über Varianten sprechen wir nicht drüber, aber dass wir noch ein bisschen was im Petto haben, ich glaube, okay, das darf gut. man denn. Aber ich glaube, das wissen die Kunden auch, wenn sie uns bei uns reinschauen. Klar, ja. Und die soll auch Ende des Jahres dann erscheinen. 189 Euro in analoger und 299 in Soundversion. Jawohl. Ja, dann haben wir noch eine Neuheit. Lassen wir es mal kurz reinrollen, bevor wir was dazu sagen. Aber da haben wir ja schon, vor Weihnachten hatte ich da ja schon einen Film gedreht. Und das ist eine tolle Geschichte, finde ich. Metropolitan, ein Projekt, was wir zusammen mit Märklin entwickeln. Aufgrund der hohen Entwicklungskosten und auch um eine Doppelentwicklung für den Markt zu vermeiden, entsteht dieses neue großartige Formprojekt in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Sonneberger Modellbahnhersteller Pico. Die beeindruckende Packung beinhaltet eine vorbildgerecht silbern lackierte und aufwendig bedruckten H0-Zug, bestehend aus einer Lokomotive der Baureihe 101 und 7 Wagen inklusive Steuerwagen. Die neu entwickelten, fein detaillierten Wagen zeichnen sich durch eine mehrfarbige Inneneinrichtung und eine digital schaltbare Innenbeleuchtung mit Pufferkondensator aus. Dem Vorbild kommt der gesamte Zug durch eine Vielzahl an digitalen Sound- und Lichtfunktionen noch näher. Ohne Zweifel sticht der H0 Metropolitan wie sein großes Vorbild aus dem Fahrzeugpark der Modellbahnfreunde heraus und begeistert den Betrachter mit seinem eleganten Dahingleiten über die Modellbahngleise. Wo ich finde, was eine tolle Sache ist, eine gute Kooperation, kommt auch ein gutes Ergebnis bei raus. Und wir sind jetzt immerhin schon so weit, dass sie also läuft, funktionstüchtig ist. Gibt es noch einige Abstimmungsarbeiten. Das ist aber jetzt nicht der ganze Zug. Ne? Siebenwagen, ne? Siebenwagen, perfekt. Habe ich gelernt. Ja, ich habe ein bisschen gemogelt, ich muss es zugeben. Also ich habe einen Wagen raus. War ihn zu lang? Ach, nee, Nein, war nicht zu lang. Sie wollen zeigen. Ich wollte noch ein bisschen was dazu zeigen, ja. Aber ich finde auch, der Steuerwagen ist wunderschön geworden. Und bei Ihrem Ankündigung waren ja die Modelle noch nicht da. Und jetzt sind sie da, dass man einfach zeigen kann, wie weit wir schon sind damit. Und ich wollte noch ein paar Ergänzungen dazu einfach nennen. Also natürlich ist der Wagen maßstäblich lang. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass wir die Fahrzeuge in 1:87 und nicht längenverkürzt bringen. Und wir haben auch da einen kleinen Trick reingebaut, beziehungsweise einen kleinen Kniff. Wir haben hier an den Enden, an den Schürzen, noch ein kleines Aufsatzteil. Ich nehme das jetzt gerade mal kurz raus. Und wir liefern die unterschiedlich aus. Das heißt, bei uns sind diese Ansteckteile dran, dass die Schürze wirklich geschlossen ist bis zum Ende. Bei dem Produkt für Märklin sind die zwar beiliegend, wenn sich jemand in die Vitrine zum Beispiel stellen möchte oder große Radien haben möchte, aber für die kleineren Radien, 360 mm und so weiter, sind die einfach ab Werk nicht dran. Und dann kommt man auch mit denen sehr gut um die Kurven drumherum und kann die Fahrzeuge einfach umsetzen. Ja gut, das können aber die Gleichstromer genauso machen. Die können die natürlich auch rausnehmen. Und dann laufen die auch über eine A1. Perfekt. Also wir haben nur unterschiedliche Auslieferungszustände. Und ich glaube, wird auch eine tolle Geschichte. Sie haben es, glaube ich, auch schon genannt, auch die Inneneinrichtung. Und die Innenbeleuchtung. Einfach nochmal erwähnen. Wir haben extra dafür eine indirekte Innenbeleuchtung entwickelt, so dass also nicht wie bei den normalen Personenzügen, wo also quasi oben ein LED-Band ist und dann nach unten strahlt, sondern hier ist es so, dass die LEDs nach oben strahlen an die Decke des Wagens und dann indirekt runterleuchten. Und das ist ziemlich original, eigentlich, wie es eben halt ist. Ja. Also freue ich mich auch schon drauf, auch für mich persönlich. Ich werde den auf jeden Fall aufrüsten. Sieht man denn überhaupt die Innenbeleuchtung, wenn die Fenster dunkel sind? Man sieht sie, man sieht auch wirklich dann die kleinen Tische und so weiter oder die abgetrennten Barbereiche. Ja. Und ich freue mich darauf. Ich werde den auf jeden Fall mit ein paar Figürchen aufrüsten und das wird auf jeden Fall ein echtes Highlight. Nein, also, und wie gesagt, gemeinsame Entwicklung mit Märklin und die beiden Firmen unterstützen sich da. Und das Tolle bei so einem Projekt ist eben, alleine
weder Merkel noch Pico könnte so ein langes Projekt machen. Da gibt es einfach nicht mehr die Stückzahlen, damit sich das rechnet. Und wenn wir das gemeinsam machen, haben wir eben die große Möglichkeit, dass wir unseren Modellbahnern wieder was Neues anbieten können, was sie sonst vielleicht nicht bekommen können. Also finde ich eine tolle Geschichte und freue mich auch sehr, dass das so gut klappt. Ja, ich finde es auch menschlich eine sehr angenehme Zusammenarbeit und das ist auch sehr fruchtbar dann, glaube ich, denn beide wissen, was wir haben wollen und wir arbeiten sehr effektiv da zusammen und würden sehr, sehr gut. Die anderen können ja auch Modellbahnen und also wir ergänzen uns da durchaus auch gegenseitig und das macht natürlich auch Spaß und das bringt uns alle weiter. Also es ist eine tolle Geschichte. Absolut. Ja, freue ich mich drauf. Den Zug. Ja, Preis. Ja. Also ich wollte nur sagen, dass wir auch die 101 natürlich dementsprechend anpassen werden. Auch wenn also nicht die rote. Sie wird wirklich in ein passendes Design kommen. Aber die ist leider noch nicht da. Aber ich glaube, so für den Gesamteindruck macht das jetzt schon. Ist nicht so wichtig jetzt. Absolut, ja. Und kostet dann? Gibt zwei Sets. Es gibt einmal das Basisset mit der Lokomotive und dem Steuerwagen. Das wird bei 7,59 beim Sound liegen und 6,49 analog. Mhm. Und es wird dazu noch ein Ergänzungsset geben, vierteiliges. Das wird dann bei 3,99 liegen. Okay. Ja, und die sollen auch im zweiten Quartal alle erscheinen. Das sieht ja ganz gut aus, wie man sieht, ja. Dürfte der Termin wohl eingehalten werden. Bin ich sehr zuversichtlich, ja, genau. Bei den Wagen haben wir noch eine weitere Neuheit, im Güterwagenbereich, den Teleskophaubenwagen, auch so ein Massenwagen, den gab es über 2500 Mal. Fährt doch überall in Europa. Überall, genau. Und deswegen haben wir einfach gesagt, der passt bei uns ins Portfolio. Wir sind ja international sehr gut aufgestellt und da haben auch die Möglichkeit, verschiedene Varianten rauszubringen. Was jetzt Länder angeht, wir können die DB machen, wir können die für die FS machen, wir können die für die ÖBB machen. Und ja, da kommen jeweils Pärchen raus und die sind, glaube ich, mit 79 Euro auch für Formneuheiten einen sehr guten Preis. Okay, ja, gut. Genau, also bei den Formneuheiten ein sehr schönes Programm, was wir haben. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Formvarianten und auch Bedruckungsvarianten auch in diesem Jahr wieder. Und auch hier eine Besonderheit bei Pico, wenn das Jahr beginnt, wir kündigen dann nicht nur an, sondern wir haben auch wirklich schon die ersten Neuheiten zu dem Zeitpunkt da. Und dann werden auch noch ein paar Lokomotiven jetzt ausgeliefert, ein paar Diesellokomotiven. Die 345 zum Beispiel von SKL. Da habe ich sogar schon ein Modell hier, das ich zeigen kann. Das habe ich abgefischt. Und so ist die Lokomotive jetzt gerade unterwegs. Und die Lokomotive wird es zum Beispiel auch in H0 und TT geben. Und ich finde auch, das ist eine sehr attraktive Lackierung. Erinnert so ein bisschen an eine Retro-Lackierung, ist aber trotz allem eine super moderne Lokomotive. Und wir werden dazu auch für Polen noch eine neue Lokomotive haben. Wir werden die Eurofima-Wagen haben. Wann kommt die jetzt? Die kommt jetzt, die ist jetzt gekommen. Genau, und die wird jetzt im Januar ausgeliefert. Okay, super. Ja, sieht sehr schön aus. Ist auch super bedruckt wieder. Ja. Macht Spaß. Ja, und wir haben ja nicht nur H0, wir haben noch ein paar andere Nenngrößen, wo wir drauf gehen können. Ja, also in Spur N haben wir natürlich auch Formneuheiten. Da haben wir die E32, von der ich leider noch kein Muster habe. Schade, aber ich hätte sie gerne heute gezeigt. Aber die Rekowagen haben wir. Die Umbauwagen, ja. Die Umbauwagen. Dreiachser. Und auch die sind, ich darf ich Ihnen mal rübergeben, sind ganz, ganz schick geworden. Die Fenster sind toll geworden. Werden als Pärchen geliefert. Ja. Und das sind einfach die idealen Wagen für die E32, wie sie beim Original im Einsatz waren. Ja. Sie machen ja jetzt hoffentlich keine Sprüche, aber ich kenne das einfach aus dem Badischen, wie die E32. Aber es kommt ja jetzt nichts mit Badenser oder so, oder? Ich glaube, das haben wir schon so oft. Ist nämlich so ein bisschen der Running Gag. Bekomme ich immer wieder eingeschenkt und er weiß genau, dass es keine Badenser gibt, sondern nur Badener. Aber ich bekomme es immer mal wieder gesteckt. Aber nichtsdestotrotz, die Lokomotive war damals. Warum ist sie im Schwäbischen gefahren, oder was? So, jetzt habe ich es, okay. Ja. Nein, aber sehr schön. Und wie gesagt, die 32er passt dann dazu. Oder umgekehrt. Ja. Passen beide zusammen. Ja. Und die 132 oder E32 ist auch eine sehr schöne Lokomotive. Ist ja so eine relativ kleine Lokomotive, sehr markant. Und ich glaube, das wird auch ein sehr schönes Zügchen dann werden. Kann man sich auf jeden Fall kosten? Ja. 230 Euro, analoge Version und Soundversion 350. Jawohl. Okay. Ja. Und bei den, bei den Umbauwagen haben Sie ja schon gesagt, die kommen als Pärchen. Die werden dann bei 119 Euro liegen, okay, die Pärchen. Ja. Gut. Da gibt es noch eine kleine Besonderheit zu ergänzen. Wir haben, weil die Pärchen sehr kurz gekuppelt waren. Haben wir noch eine spezielle starre Kurzkupplung dafür. Die kann nicht getrennt werden, aber die werden ja auch nicht getrennt, die Umbauwagen. Aber sie sieht sehr schön aus und kann man natürlich auch für andere Wagen. Und wir liefern sie mit der starren Kupplung bereits auch. Kann man aber auch als Ersatzteil kaufen. Kann man auch als Ergänzungsteil kaufen. Oder Ergänzungsteil kaufen. Jawohl, genau. Ja. Aber tolle Geschichte.
Auch im Innenbereich haben wir natürlich eine Haufenweise noch Bedruckungsvarianten und Formvarianten. Die 185 kommt jetzt relativ schnell als MRC in diesem Schwarzen. Das finde ich ja auch sehr edel, diese schwarze Lackierung. Und wir haben die TAI-Wagen. Da der Schriftzug silbern, MRC. Der ist weiß. Der oder ist weiß, ja, genau. Ja. Sehr schön auch. Ja. Sieht sehr gut edel aus. Ja. Genau. Und auch die Baureihe 216 finde ich sehr attraktiv in der DB Cargo-Lackierung. Also die wird auch toll, glaube ich, ankommen. Ja. So viel zu N. Und dann? Ich mein, wir haben ja noch machen wir TT? Machen wir TT. Gut. TT haben wir zwei Neuheiten. Eigentlich müssten wir jetzt ja fast nochmal die H062er reinrollen lassen, um die als Symbol zu zeigen. Wir bringen die auch in TT. Ja. Und auch da, das kam sehr gut an. Und die Leute freuen sich, glaube ich, auch drüber, dass dann wirklich so eine tolle Dampflokomotive wieder angeboten wird. Wir haben ja wunderschöne Dampflokomotiven. Was haben wir denn letztes Jahr für die 93er? Die 93er ausgeliefert. Und die ist ja auch super angekommen. Die sieht auch sehr schön aus. Also ich finde es immer wieder interessant, wenn man die nebeneinander stellt mit der H0-Lokomotive, wenn man keine Kupplung dran hat, sie sehen ja keinen Unterschied. Also auch da großes Kino, was unsere Konstrukteure da liefern. Ja. Toll, ja. Dann haben wir noch eine weitere Neuheit. Eigentlich ist es ja eine Neuheit für dieses Jahr gewesen. Wir haben die aber als Überraschungsneuheit ja zu Leipzig gebracht. Habe ich nochmal da, weil ich es auch sehr, sehr interessant finde, die Lokomotive. Also die ist schon ausgeliefert? Die ist schon ausgeliefert. Und ja, wird jetzt einfach noch, nur mal kurz noch nachträglich erwähnt, wer sie noch nicht gesehen hat. Ja. Ist schön geworden. Ja, ich finde das auch mittlerweile mit unseren Maschinenraumeinrichtungen sehr, sehr attraktiv. Die sind ja immer ein bisschen zurückversetzt und sind auch innen drin gestaltet, sodass, wenn man reinguckt, auch wirklich so eine Tiefe legen. Ja, man muss ja dran vorbeilaufen. Das haben wir bei der Dual Vectron gesehen, dass man, muss man sich ein bisschen dünn machen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht's. Also rechte Seite, welche auch immer die rechte Seite ist. Ja. Ja, und darum müssen die ja versetzt sein, die Inneneinrichtung. Ich meine, ich war ja da versteckt in der Vectron Dual. Aber ich muss sagen, innen drin, wo die Heizung, wo der Diesel, das Dieselaggregat, das war ja so schön warm. Ich meine, es ist ja furchtbar kalt gerade und es war wirklich kalt. Darum hat er sich da im Heizungsraum versteckt, im Motorraum. Ja, aber war sehr, sehr spannend und hat Spaß gemacht. Nee, schöne Maschine. Ja, und auch toll. Da finde ich das Finish sehr, sehr toll. Ja, super. Auch im TT-Bereich haben wir natürlich weitere Bedruckungs- und Farbvarianten. Das heißt, auch da werden wir wieder zur Auslieferung kommen, jetzt relativ schnell. Ich habe ja vorhin schon die 345 SKL gezeigt, die wird es da geben. Oder die TGK dann. Also auch da haben wir eine ganze Reihe, wo wir dieses Jahr ausliefern werden. Und ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Gibt es natürlich auch das Jubiläumsmodell dann in TT. Und ich finde es auch schön, dass wir dann solche Brot- und Butter-Lokomotiven wie die 231 jetzt dort rausbringen, die ja in diese Übergangsphase einfach reinfasst zur Wende. Das heißt, anschließend die DB und die DR sind ja zusammengefasst worden. Aber es gab dann unterschiedliche Verläufe, dass dann eben auch mal die Beschriftung atypisch war, dass dann eben 231 drauf stand, wie es ja später war, zur DB-AG-Zeiten. Auf der anderen Seite dann aber eben auch noch der Deutsche Reichsbahn-Schriftzug mit dabei ist. Mhm. Also sehr attraktiv. Okay. Ja. Dann, wenn wir mit TT durch sind, habe ich noch eine Besonderheit, die haben Sie noch nicht gesehen. Was, eine Besonderheit? Ja, weil es gestern noch zusammengebaut worden. Also muss ich jetzt ganz kurz aufstehen, muss er holen. Ja, tun Sie das. Wahrscheinlich ist das der Maßstab G. Mich vorhin kam nämlich noch jemand verspätet an und hat einen Karton mitgebracht. Ich vermute, dass das jetzt das ist, was der Herr Fröhlich jetzt holt. Schauen wir uns das mal an. Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist gerade frisch aus dem Karton. Also ist wirklich gestern von den Serienteilen noch zusammengebaut worden für unsere Präsentation heute. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt mit diesen Farben eigentlich ganz spannend, weil man mal sieht, wie die aufgebaut ist. Ich meine, nicht umsonst haben die früher auch diesen Fotografieanstrich. Fotografieanstrich in Grau gemacht, damit man es besser sieht. Wenn alles schwarz ist, sieht man ja nichts. Ja. Und und was ist das Besondere bei der Lok? Ich glaube, die Türen können geöffnet werden. Und was noch? Und die Fenster. Also, und die Fenster können verschoben werden. Genau, das sind Schiebefenster, die auf und zugeschoben werden können. Ja. Und ich muss ja sagen, ich bin an der Stelle tatsächlich auch so ein bisschen Spielkind. Wenn ich weiß, man kann sowas machen, dann muss ich das ja immer ausprobieren. Ja, klar. Und das sind einfach so kleine Gimmicks, die dazugehören. Oder die Wasserkesseldeckel können aufgemacht werden. Und ist einfach eine Spielerei, die Spaß macht. Oh, die Wasserkessel? Ja, hier können Sie die Deckel, genau. Ach, da auch. Das habe ich noch nicht gesehen. Super. Ja. Super. Und es macht einfach Spaß. Und da haben wir noch ein paar Neuerungen dazu. Also die Lokomotive wird ja analog ausgeliefert.
Aber wir haben da auch eine Variante, die als Sound kommt, wo wir noch ein bisschen mehr reingemacht haben. Das heißt, die hat auch einen gepulsten Verdampfer jetzt dann drin. Okay. Aber was wir auch da gesagt haben, so Innovation. Dreh nach vorne. Ja, oh, ich hoffe, die ist ja wahnsinnig schwer auch. Aber wunderschön, oder? Also, sieht gut aus. Ja. Und wir spendieren der auch erstmals einen Zylinderdampf. Das heißt, wenn die Lokomotive anfährt, kommt auch unten ein bisschen Dampf raus, macht einen schönen Eindruck und ist wieder ein bisschen näher an der Realität dran. Und ja, ich finde die wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist vor allem Lokführer fehlt noch, die kommt da mit Sicherheit wieder rein, der traditionelle Lokführer. Ja. Aber was ich gut finde, dass es auch mal ein bisschen eine kleinere Maschine ist. Ja. Und nicht immer nur so ganz große oder Schlepptender-Loks, sondern auch kleinere, die eben auch auf den Anlagen ganz attraktiv ausschauen. Ja. Ja. Mit welchem Wagen fährt die? Also da können wir unseren kurzen Zweiachser hinten dran hängen. Ja. Ist auch eine Universallokomotive. Also das heißt, Sie können die Personenwagen hinten dran hängen. Sie können theoretisch auch die Dreiachser hinten dran hängen. Mhm. Sie können aber auch genauso einen Güterzug draus machen. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, wenn die Lokomotiven einfach universell eingesetzt werden können. Ist jetzt das Fenster wieder zugegangen ein bisschen? Weiß ich nicht. Versuchen Sie mal vorne das Fenster. Ah ja. Macht schon Spaß, oder? Ah ja, ach, das geht da in die Richtung auf. Super. Ja, finde ich, haben sie auch ganz toll hingekriegt. Und ja. Tolle Maschine, freue ich mich drauf. Mhm. Und finde ich auch super. Also vierten Quartal. Viertes Quartal, genau. Hoffentlich ein bisschen früher als die NOHAB letztes Jahr. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich meine, wir sind jetzt schon sehr weit. Wir sind schon sehr weit, ja, offensichtlich. Ja. Und dann müsste es eigentlich besser gehen. Das denke ich doch auch. Kohlehaufen ist auch sehr schön nachgebildet. Ja. Okay. Also ein echter Traum. Ja. Toll. Kostenpunkt? Ja. 1.000 Euro, 999 in analoger und 1.349 in Soundversion. Jawohl, wie gesagt, mit gepulstem Verdampfer und Zylinderdampf. Hm, finde ich ganz ordentlich. Finde ich auch, ja. Und ansonsten haben wir noch eine zweite, jetzt muss ich dir mal wirklich ganz vorsichtig sein. Dankeschön. Was haben wir noch als zweite Version? Dann haben wir noch eine zweite Formneuheit, kann man sagen, weil es ist ja nicht einfach nur eine Variante. Wir haben noch den IC-Steuerwagen. Der ist also nicht einfach auf der Basis von unserem Railjet-Steuerwagen, sondern wirklich einen neuen Kopf vorne drauf. Komplett neue Form, ja, vorne genau. dran. Ja, ja. Genau. Okay. Und da bieten wir natürlich die passenden Wagen dazu an als Ergänzung und eine 218 dann als Zuglokomotive. Das ist ja immer so ein bisschen unser Bestreben, dass wir sagen, bei Pico kann man einfach alles zusammenkaufen, dass man wirklich einen originalgetreuen Zug nachbilden kann. Und ja, werden wir da auch anbieten. Dann haben wir noch ein paar Bedruckungs- und Farbvarianten auch in G. In Taurus? Den Taurus als Deutschland-Ticket. Mhm. Okay. Bringt jetzt zwar nichts jetzt am Wochenende, weil fährt ja kein Zug, aber man hat zumindest das Deutschland-Ticket. Ja, gut. Wir werden es jetzt nicht, glaube ich, durchdiskutieren, wie wir dazu stehen, aber ja, wir freuen uns, wenn alles wieder normal funktioniert und sind da sehr glücklich drüber. Und da gibt es noch was ganz Besonderes, die NOHAB, glaube ich. Die NOHAB, ja, da freue ich mich zum auch. Zum Ende des Jahres. In der Weihnachtsvariante. Ja, also die sieht ja gigantisch aus. Also die finde ich toll. Also finde ich auch sehr schön, dass wir da eine Unterstützung bekommen haben von Altmark Rail. Sind wir sehr dankbar dafür und dass wir die Unterlagen da bekommen haben. Und ich glaube, das ist auch eine ganz besondere Lokomotive. Ich meine, wir stehen ja beide auf die NOHAB und die NOHAB ist einfach ein wunderschönes Modell, muss eigentlich auf jeder Anlage fahren. Schauen wir mal. Ja. Wir haben genug auf Lager. Kaufen Sie sich. Genau. So, ja, das war's dann wohl, glaube ich. Zumindest für unseren Bereich. Mit den Neuheiten hier, die wir vorstellen wollten. Und wir wollen dann anschließend noch ein bisschen über digital sprechen. Und da werden wir dann unseren Kollegen Detlef Richter bitten, uns da ein paar Informationen zu geben. Und da gehen wir mal dann rüber in unseren Pico Flagship Store und werden dann ein bisschen über digitale Geschichten reden. Sehr schön, bin sehr gespannt. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Hallo, liebe Pico-Fans. Wie wir bei der Neuheitenvorstellung ja vorhin gesagt haben, wollten wir jetzt nochmal in den Pico Flagship Store gehen und über unsere Digitalkomponenten sprechen. Und dazu habe ich unseren Digitalproduktmanager Detlef Richter gebeten, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Gut, Herr Richter, was sind denn sozusagen die Highlights in unserem Digitalbereich dieses Jahr?
Ja, hallo, Herr Dr. Wilfer. Zunächst möchte ich natürlich einmal auf eine Neuerung in den Sachen Digitaldecoder zu sprechen kommen. Und zwar ging es ja in der Vergangenheit oftmals darum, dass unsere Digitaldecoder mit Fremdzentralen, wie zum Beispiel auch den Zentralen von Märklin per MFX angemeldet werden. Und dieses Anmeldeverfahren, das hat für uns bedeutet, dass manche Decoder kalibriert werden mussten. Und da haben wir dann jetzt letzten Endes auch reagiert. Und in Zusammenarbeit mit der Firma Märklin ist da ein sogenanntes Gütesiegel, das sogenannte FITS-MFX-Gütesiegel entstanden. Und alle Decoder, die einen speziellen Test durchlaufen, die dürfen dann dieses FITS-MFX-Gütesiegel tragen. Mhm. Und durch eine kleine Hardware-Erweiterung, die wir auf unseren XP-Decodern dann vollzogen haben, ja, sind wir eben halt auch in der Lage, jetzt diese Zertifizierung dann tatsächlich auch vollständig zu erfüllen. Und somit sind dann unsere Decoder jetzt auch vollständig MFX-fähig. Und somit melden die sich dann bei den Zentralen auch, also bei den aktuellen Märklin-Zentralen, komplett an mit allen Sonderfunktionen bis zu 32 und allen Log-Fahrstufen und alles, was dazugehört. Die vorhergehenden Decoder haben sich ja auch angemeldet, aber die mussten, glaube ich, kalibriert werden. Genau, deshalb haben wir die als MFX-fähig bezeichnet. Ja. Und die mussten, wie gesagt, dann teilweise, nicht generell, aber teilweise, wenn das Anmeldeverfahren eben halt nicht direkt funktioniert hat, mussten die kalibriert werden. Das war eine reine Softwaregeschichte. Aber jetzt durch diese Hardware-Erweiterung haben wir eben halt tatsächlich die hundertprozentige Sicherheit, dann natürlich auch dieses FITS-MFX-Logo tragen zu können. Ja. Okay, und wie funktioniert das dann jetzt? Können Sie das mal kurz zeigen? Ich habe zum Beispiel mal eine AC-Lok aufgegleist, denn das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, dass diese Decoder, die FITS-MFX-fähig sind, dass die in allen aktuellen AC-Modellen, die mit einem Plax 22 Sound-Decoder ausgestattet sind, dass die da schon ab Werk auch drin verbaut sind. Mhm. Ja, das ist natürlich auch wichtig zu wissen für den Kunden, der halt mit diesen Märklin-Geräten umgeht. Und wenn diese Decoder dann darin verbaut sind, dann passiert das, was jetzt hier im Moment in der Zentrale passiert. Der Decoder wird gelesen, die Funktion der Lok BR03 werden ausgelesen. Und das durch diese zusätzliche Komponente, die da auf der Hardware verbaut ist, ist also jetzt eine hundertprozentige Anmeldung gewährleistet, egal auf welcher CS2, 3 und was auch immer. Genau so ist es. Ja, okay. Gut. Jetzt hat sie ja die Lok angemeldet und dann? Ja, wenn die Lok dann angemeldet ist, dann ist es ja bei der Digitalzentrale so, dass man die Lok auf einen Fahrregler legen kann. Und hier sieht man dann halt auch im Display schon, dass alle Sonderfunktionen, die die Lok uns zur Verfügung stellt, dass die auch tatsächlich dann per entsprechenden Funktions-Icon zur Verfügung stehen. Die Baureihe 03, die hat 25 Funktionen, aber das MFX-Datenformat lässt der Funktion bis F32 zu oder F31, 32 Funktionen ja insgesamt. Und unsere Loks, die halt ab Werk mit 28 Sonderfunktionen ausgestattet sind, die werden natürlich dann auch bei den Märklin-Zentralen vollständig angezeigt. Na, sehr schön. Prima. Gut. Und jetzt fährt das Teil auch noch? Ja, denke schon. Also hier kann man dann auch die Sonderfunktion des Lichts zum Beispiel mal einschalten. Ja, und dann eben halt auch noch weitere Sonderfunktionen, wie zum Beispiel auch das Kohleschaufen. Das ist was ganz Spezielles, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann kann man natürlich mit der Zentrale auch die Lok in Bewegung setzen. Ja, super. Vielleicht noch ganz hübsch, was die Baureihe 03 angeht, ist ja auch die Triebwerksbeleuchtung. Ja, ich denke mal, das macht bei dem Modell auch tatsächlich was her. Und das sind natürlich dann auch die MFX-Icons, die man dann auch sehr schön lesen kann, um auch zu erkennen, was bedeutet denn diese Funktion, die hinter diesem Funktionstaste liegt überhaupt. Mhm. Gut, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die gerade die Wechselstrombahner oder eigentlich ausschließlich die Wechselstrombahner interessiert. Gut, und es ist so, dass wir alle neuen Wechselstrommodelle, die wir im Jahr 2024 ausliefern werden, alle neuen, dass die diesen Decoder eben haben, der eben das Gütesiegel FITS MFX trägt. Gut, Herr Richter, das ist die eine Geschichte. Wenn wir jetzt gerade bei den Decodern sind und auch jetzt gerade Sound vorgestellt bekommen haben, da habe ich eigentlich eine Frage, die würde ich gerne mal hier besprechen. Und zwar, wenn man von einem Soundprojekt spricht, dann hat man manchmal den Eindruck, ja, es geht hier eigentlich nur um Sound. Aber das ist, glaube ich, eine falsche Bewertung, nämlich man kann irgendeinen Decoder nehmen und den reinstecken in eine Plax 22 Schnittstelle, das geht, aber das heißt noch lange nicht, dass unser Soundprojekt und unser Sound auf den Decoder aufspielbar ist. Was machen denn unsere Soundprojekte oder was charakterisiert denn unsere Soundprojekte, Richter? Also wir gehen im Grunde genommen bei unseren Sounddecodern her und bezeichnen die Projekte, die da aufgespielt sind, gar nicht als Soundprojekte, sondern als Logprojekte. Mhm. Ja, den Sound selbst für ein Fahrzeug ist natürlich nur ein gewisser Bereich einer Lokomotive, den wir dadurch abbilden, also akustisch abbilden.
Aber in unseren Fahrzeugen ist ja mittlerweile viel, viel mehr möglich. Und deshalb ist es dann natürlich auch sinnvoll, dass diese Decoder diese Lokprojekte dann tragen. Denn diese Lokprojekte, die sind dann halt in der Lage, nicht nur die Sonderfunktionsausgänge, um die es im Regelfall dann ja geht, einfach anzusteuern, denn das könnten andere Decoder auch, sondern ganz lokspezifische Dinge zu machen. Und dazu zählt zum Beispiel auch bei der Baureihe 03 oder bei unserer Baureihe 93, die ja sehr beliebt geworden ist, dass der Sound zum Beispiel die Feuerbüchse beim Kohleschaufeln ansteuert. Also nicht die Funktionstaste, sondern der Sound steuert, also mehrere Funktionen steuert gleichzeitig. Die Feuerbüchse an. Genau. Ja. Aber eben halt intern untereinander angesteuert, ja, und nicht über den Druck einer Funktionstaste vom Anwender. Ja. Okay. Ja. Oder zum Beispiel, was die großen Fahrzeuge, wir haben vorhin den Metropolitan vorgestellt. Metropolitan Giruno möchte ich da vielleicht auch noch nennen. Da ist ein sogenannter Trainbus verbaut. Und dieser Trainbus, der wird eben halt über zwei spezielle Kontakte des Sounddecoders, der sogenannten SUSI-Schnittstelle, wird der Trainbus einfach mit Informationen versorgt. Und auf diesem Trainbus sind dann wieder weitere Controller verbaut, die die gesamten Lichtfunktionen in dieser Zuggarnitur ansteuern. Und das ist natürlich alles nur möglich, wenn wir dann auch mit diesem Soundprojekt auf unserem Decoder dann zu tun haben. Mhm. Ja, das sind Dinge, die eben halt über Fremddecoder nicht so zu realisieren sind, weil diese könnten Projekte Sie schon, dann... aber das ist wahrscheinlich ziemlich viel Arbeit, um das alles zu programmieren. Ja, es gibt auch Dinge, die können diese Decoder tatsächlich gar nicht. Mehr. Genau. Ja. Ja, okay. Weil es eben halt auch natürlich von den technischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, auch so defizil geworden ist, dass man eben halt unglaublich viel machen kann. Ja, aber da trennt sich dann tatsächlich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und da ist es vielleicht dann eben auch doch wichtig, einen Pico-Decoder zu nehmen, um dann das Soundprojekt auch über den Pico Smart Programmer oder den Smart Tester eben auf den Decoder zu spielen, was eben nur mit unseren Decodern funktioniert und nicht mit anderen. Man kann andere Decoder reinstellen, die Lok stecken, die Lok fährt, natürlich, aber halt bestimmte Funktionen, ja, sind dann nicht abrufbar. Also das sollte man, glaube ich, mal wissen. Und wenn man über Sound spricht oder wenn wir über Sound sprechen, dann meinen wir eben, wie der Herr Richter eben gerade schon gesagt hat, eben nicht nur ein Soundprojekt, sondern ein Lokprojekt insgesamt. Genau. Gut. Okay, das ist die eine Geschichte. Was haben wir noch? Ja, und dann als tatsächlich digitale Neuheit auch in diesem Jahr in Geräteform. Da haben wir uns überlegt, wir haben ja im vergangenen Jahr die Pico Smart Control WLAN an den Markt gebracht. Also zum Ende des Jahres ging ja dann auch die Startsets tatsächlich raus. Und wenn jetzt die Anlage ein klein wenig wächst, das heißt also, wir mehr Strom auf der Anlage brauchen, dem wollen wir natürlich auch Rechnung tragen und bringen dann dazu den passenden Booster an den Markt. Das wird ein 3-Ampere-Booster sein. Und dieser 3-Ampere, der wird über den sogenannten Pico-Bus, wird der mit der Zentrale verbunden. Und der kann jetzt eben halt die tatsächlichen Befehle, die rausgehen, nochmal verstärken, sodass wir dann insgesamt nicht mehr nur 2 Ampere zur Verfügung haben, sondern da schon mit einem Booster 5 Ampere. Und man kann auch mehrere Booster in Betrieb nehmen, sodass die Anlage auch kontinuierlich wachsen kann. Mhm. Ja, das gut, das heißt also, mit unserem Pico Smart Controller können Sie dann also eine ziemlich große Anlage fahren. Letzten Endes ja, natürlich. Brauchen Sie bloß ein paar Booster dranhängen, ja, und schon haben Sie genügend Strom. Und im Mehrspielerbetrieb, weil wir ja 4 Handregler, ja, gleichzeitig in Betrieb, ja, nehmen können, wird die ganze Sache wieder rund, sodass man dann eben halt auch im Mehrspielerbetrieb mit vielen Loks dann unterwegs sein, ja, kann. Und ab wann gibt es den Booster? Ja, das ist noch ist eine große Frage, Elektronikteil. Da wissen wir noch nicht so genau. Total vorher, denke ich mal, wird es nichts werden. Ja, okay. Aber Sie können sich schon mal darauf freuen. Und es wird einen Booster geben, sodass Sie also Ihre Anlage ausbauen können. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Geschichte dabei. Gut, genau. Und dann haben wir noch ein Thema. Ja, wir haben vielleicht noch eine klitzekleine Erweiterung, beziehungsweise, weil es ja jetzt tatsächlich auch häufig zu erwerben ist. Und zwar für die Pico Smart Control WLAN Startsets, die ich ja gerade eben schon erwähnt habe, gibt es dann jetzt auch die entsprechende Upgrade-Lizenz, mhm, die dann diese Startset-Variante, die ja ein klein wenig eingeschränkt in der Funktionalität ist, dann auch entsprechend erweitert. Ja, und dazu ist jetzt halt das Upgrade verfügbar. Da bekommt man eine Lizenznummer und einen Freischaltcode, wenn man dieses Upgrade erworben hat. Und darüber kann man dann mit diesem Freischaltcode die Geräte auf die Vollversion freischalten, sodass aus einer Startset-Variante die Vollversion wird. Und was bietet die Vollversion mehr? Bei der Vollversion können wir unbegrenzt an Lokomotiven verwalten, weil das dann eben halt über die sogenannte SD-Karte, die in dem Gerät steckt, verwaltet wird und nicht mehr nur über den internen Speicher. Wir haben die Möglichkeit, dann 128 Zubehörartikel komplett zu schalten, natürlich im DCC-Rahmen bis zur Adresse 2048. Und wir können halt auch alle Fahrstraßen, die wir angekündigt haben, sprich also 18 Fahrstraßen, A9 Einzelschaltbefehle, können wir dann mit dem System auch nutzen. Okay. Was auf jeden Fall noch wichtig ist an dieser Upgrade-Variante, also in dieser Vollversion, das Programmieren übers Hauptgleis. Denn das Programmieren übers Hauptgleis ist eine sehr bequeme Variante, zum Beispiel Geschwindigkeiten bei Fahrzeugen während des Fahrens zu programmieren.
Und das geht nur über das sogenannte POM-Verfahren, also die Hauptgleisprogrammierung. Und die ist ja in den Startsätzen nicht zu, steht ja da nicht zur Verfügung. Und durch dieses Upgrade werden die auch hauptgleisprogrammierfähig. Okay, gut. Das heißt also, wir haben hier vier wichtige Geschichten, glaube ich, die im Digitalbereich dieses Jahr ja, anzusprechen sind und die es dem Endverbraucher einfach erleichtern. Die Anmeldung über FITS MFX, dann die Geschichte mit den Sounds, den Booster und das Upgrade für die Pico Smart Control Wireless LAN Steuerung. So, jetzt sind wir wieder zurückgefahren. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier aus dem Laden wieder rauskomme. Ups, ups. Ja, liebe Pico-Freunde, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, die kleine Fahrt auf dem Vectron Dual. Und was ich natürlich besonders hoffe, dass Ihnen unsere Neuheiten, die Matthias Fröhlich, unser Produktmanager, vorgestellt hat, dass die Ihnen alle gefallen. Ich wünsche Ihnen und uns ein tolles Modellbahnjahr 2024. Und was ich nicht vergessen möchte, ist, ich möchte Sie natürlich ganz herzlich zu unserem Tag der offenen Tür am 22. Juni einladen. Wir feiern ja, wie Sie wissen, unser 75-jähriges Jubiläum. Und in diesem Sinne ein schönes Jahr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit Pico.